Hallo und willkommen zurück zu Fractured Space. Diesmal, also wollte ich ein bisschen länger gehalten haben. Wir haben eher offensive Gruppe, unsere Gegner sehr ja, ausgeglichen. Wo ist denn jetzt? Wollte eigentlich wissen, wohin die Cursor springt. Naja, gut. Sah ein bisschen so aus, als wenn der auf mich gewartet hätte. Der Betterlane habe ich zumindest zwei Schiffe gerade gesehen. Alter, nicht so hoch, nicht so hoch, nicht so hoch. Bei uns. Zumindest die Schiffe habe ich nicht direkt gesehen. Sentinel, okay. So wie bei mir halt. Und eine Black Widow. Ach du Scheiße. Okay, die Black Widow, da mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen drum. Ich weiß nicht, wo sie gerade ist. Da hinten war die Black Widow. War gar nicht bei uns in der Nähe. Wieder unsichtbar? Oh, die Kolossus ist schon ziemlich angeschlagen. Ach, Mist, hab ich verdrückt. Ja. Das war ja wohl mal nix. Was? Ah ja, Gott, das geht auf der anderen Seite schon wieder los. Wird der Healer wieder nicht angegriffen? Was ganz entscheidend ist. Nur noch einen aus, der gerade ausgefallen ist? Ne, sieht nicht so aus. Jump complete. System show no problems. Me out. Ja, wenn die Kolossus müsste zumindest mitkommen. Alleine bringt das leider nicht so viel. Die Hunter noch dabei. Okay, jetzt setzt einen Boost ein. Versuchen wir mal, die Sentinel platt zu machen. Heilen können die sich ja eh nicht. Stanton hier mit some good news. The enemy ship is disabled.
die Hunter hat sich hinter mich geschlichen. Problem ist, jetzt haben Gamma wäre jetzt dran. Ich spring mal zu Gamma. Könnte gerade so gut gehen. Einer fehlt bei denen noch. Drei sehe ich zumindest. Könnte, ja, Protector. Muss einiges einstecken. Macht's auch nicht mehr lange. Super. Ja, jetzt machen sie mich aber platt. Ich kann es nicht verhindern. Mist. Ja, auf beiden Seiten zwei Respawner jetzt. Kommt es doch an, was sie daraus machen. Pioneer steht sicher. Ist auch fast vollständig. Okay, schlägt zu unseren Gunsten aus. Wenn sie die Schiffe jetzt platt kriegen. Ja, sieht gut aus. We have taken Gamma One. Wenn ihr sagt, Attack Wickard, also den Black Widow, dann heißt das ja nichts anderes als... Müsste noch da in der Mitte rumstehen, dann kann ich hier versuchen, Druck aufzubauen. Die Hand. Oh, jetzt ist er mir genau in die Flugbahn gesprungen. Na gut. Das war's. Zweite Hanse hier. Ja, das ist mir schon klar, aber ich hatte eigentlich keine großen Möglichkeiten mehr. Backfreezer. Ach, der ist da. Okay. Wer ist denn das hinten auf der Better Lane? Das ist die Kolossus. Und die legt sich an mit... Das der andere Kolossus. Okay. Es sieht links ganz gut aus. Rechts bei Alpha.
Also versuche ich mal hier, denen zu helfen. Wohin genau schießt er gerade? Und wo ist die Black Widow hin? Ich werde es gleich merken, wenn es plötzlich einschlägt. Wir haben tatsächlich auch einen Level-Bonus. Komm, den kriegen wir. Hab ihn. Ist Kerl. So, den Punkt haben wir gleich. Wie gesagt, Level-Bonus haben wir eh schon. Wir sind eh schon ein Level vorne. Würde ich sagen, sorgen wir dafür, dass wir jetzt auch direkt deren Homebase attackieren können. Zumindest so die Zeit zu bringen, dass sie entweder zurückspringen müssen. Ach, den fehlt doch einer. Ja, gut. Obwohl, der war vorhin da. Sentinel auf der anderen Seite war vorhin da. Wow, das tat richtig weh. Zurück. Lass mich reparieren. Oh, das hat er geschickt gemacht. Hab dich erwischt. Gut, dann machen wir halt hier Druck. Und wir können ja nichts dafür, dass die ihn disconnect hatten. Ach, da ist die Black Widow wieder. Die hab ich gar nicht. Hab mich schon gewundert, warum ich aber so viel Schaden von der krieg hier oben. Ach, schon etwas ungewöhnlich. Ist die Frage, ob sie jetzt dauerhaft Truppen machen, aber. Wir haben jetzt schon eine Weile gewartet, der Richard kommt wohl nicht mehr. Weil man kann sich ja wieder reconnecten, also wenn man noch wirklich nur rausgeflogen ist. Manche machen es, ich habe das auch schon gemacht, aber viele tun es halt eben auch nicht. Immer ein bisschen schade, weil hier hast du gegen 5 normalerweise keine Chance.
Man kriegt zwar einen kleinen Bonus, was das Reconnecten angeht, aber das hilft bei weitem nicht. The enemy have secured their home base. Command advise the RTB for upgrades. Ach, ist gerade gekommen, das Upgrade? Ach, Mist. Dann sollten wir das jetzt beenden, möglichst schnell. Na gut. Er flieht schon. Während die Kolossus auf dem Weg ist und die Pioneer und ich die letzte Mining Station hier. Dann können wir gleich zusammen die Homebase angreifen. Ups. Ach, was ist denn los heute? Wo spring ich denn hin? Achso, ja, wobei, ich könnte natürlich, während die da oben angreifen, warum sind wir geflohen? Okay, bin ich im falschen Moment hingesprungen. Muss ich zugeben. Ich bin natürlich voll gegen einen Felsen geflogen. Gar nicht drauf geachtet. So drauf gesessen, den noch zu besiegen. Ach guck mal, der Wirtschaft ist wieder da. Hat ein bisschen länger gedauert, so wie es aussieht. Sind sie zwar vollständig, aber naja. Wir haben über ein Level Vorsprung. Ging schon hinten drin. Das tun wir, glaube ich, nicht mehr. Ne, sind besiegt worden. Wir holen uns jetzt erstmal Gamma. Lassen wir den anderen zumindest eine kleine Chance. Ich weiß jetzt schon, ich werde diese Worte bereuen. Genau neben der Kolossus. Ne, da wollte ich nicht hin. Lass mich weiter. Warum?
dachte gerade, ich bin der Einzige, der den angreift. Roti Sentinel. Natürlich nicht, das Dickschiff habe ich natürlich nicht. Dann zu Beta. Warum schießt er denn darauf? Da hinten ist die Hunter. Die interessiert aber eigentlich gar nicht. Da war noch was. Die Hunter ist gerade gesprungen. Die Kolossus ist auch da. Das war aber nicht das einzige Schiff. Die Protector ist auch da. Und die Black Widow ist da. Okay. Versuch das mal eins zu nehmen. Ja. Aber das überlebe ich nicht. Ist irgendjemand gesprungen? Ja, jetzt springen sie. Das war ja eigentlich der Plan, dass ich das einnehme und dass sie dann springen, aber das war nicht so ganz... was sie getan haben. Eigentlich wollte ich ja auch mitspringen. Ja, das sieht dann wohl nach dem Ende aus. Na gut, durch den Disconnect hatten wir einen großen Vorteil. Kann man nichts machen. Aber natürlich freut man sich trotzdem über den Sieg. Sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.